Warst du schon mal in Neuseeland? Nö. Aber sie war schon in Australien. Und da war ich auch noch nicht. Okay. Wie heißt die Hauptstadt? Das kommt tatsächlich jetzt die Frage. Ja, ich auch. Wie heißen die Einwohner? Okay, fangen wir mal an. Ja, nee, du musst jetzt die Hauptstadt sagen. Du musst die Antwort geben. Von Neuseeland? Ja. Das ist vielleicht. Ganz einfach. Ja. Lizzie, denk nach. Ich hätte was im Kopf, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist. Willst du das mir mal zu? Nee, wir spielen gegeneinander. Sag mal. So, aber ja, jetzt sag's. Also ich komme mal nicht. Auckland? Ja. Du musst ja, also du, das ist ja nicht deine. Also erstmal muss ja Feli die Antwort geben, ne? Nimmst du Auckland? Ich hätte es jetzt genommen. Das ist falsch. Echt? Oh, toll. Ja. Sondern? Also jetzt. Warte, jetzt kannst du mir theoretisch lösen und ich darf die ganze Frage vorlesen. Wir sind ja hier quasi bei blamieren oder kassieren. Oh Gott. Nur ohne Kohle. Ja, ärgerlich, nur mit blamieren, ne? Und ohne Toll, Welfe TV mag ich. Welche Hauptstadt möchtest du noch? Die können wir. Also, wie heißt die Hauptstadt von Neuseeland, war die Frage. Die Antwortmöglichkeiten sind Auckland, Hamilton oder Wellington. Da habe ich ja 50-50 Chance, ne? Ich bin ja relativ sicher. Wellington. Ah, muss ich ja auch noch hauen. Wellington. Das ist der erste Punkt für Pia. Klasse. Ja, richtig verdient. Aber ich hätte, wenn ich jetzt diese Antwortmöglichkeit gehabt hätte, hätte ich Auckland. Ich hätte auch Auckland genommen. Na gut, Allgemeinbildung. So noch. Ne? Na, nicht ganz. Ist zu weit weg. Aus wie vielen Inseln besteht Neuseeland? Ich gebe euch drei Möglichkeiten, es sei denn, ihr wisst es schon. Aus zwei. Ich drücke hier gar nichts mehr. Um die 50 oder über 700. Krass. Du hast gerade zwei gesagt, ne? Zwei, ungefähr 50 oder über 700. Wow. Wie viele Inseln dazugehören? Da in der Ecke sind halt schon viele Inseln, aber ich weiß halt nicht, ob die jetzt zu Neuseeland gehören oder noch. Es ist halt eine krasse Spanne. Zwei bis über 700. Ach Gott, vor das ist Klimaerwärmung halt. Oder das nächstes Jahr im Sommer noch oder jetzt gerade? Bewohnt oder nicht bewohnt? Ich glaube aber. Zwei? Jetzt über 50 oder um die 50 oder über 700? Um die 50. Auch das ist falsch. Oh krass. Es sind über 700. Wow. Nicht alle bewohnt. Wahrscheinlich nicht. Kannst noch eine erwerben wahrscheinlich. Ah toll. Wie nennen wir die dann? Auckland. Auckland 2.0. Wie heißt die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft? Drei Antwortmöglichkeiten. Habt ihr euch schon? Ich hab das Buch Blue Red Flavor. Nee. All Blacks oder Non-White? All Blacks. Ja, schneller! Das ist das 1:1. Ne? Kannst du diesen Tanz? Ja, klar. Ja, dann zeig mal. Diesen Hacker oder so. Ich kenne ihn, ich kann ihn nicht. Ich hab gehofft, du ihn kannst. Aber ist okay. Wie heißt der Tanz? Wie heißt der berühmte Tanz der Rugby-Mannschaft? Hacker? Nee. Ja, oh, scheiße. Takatuka? Nein. Foxtrot? Oder Hacker? Hacker? Ich hab das nicht gedrückt. Oh, nein. Was? Können wir einen Videobeweis mal schnell haben? Weil ich glaube, ich habe ihn zuerst berührt, nur du hast gedrückt. Ja, und worum geht's hier? Antwort? Ja, Hacker. Hacker? Ja, gut, Punkt. Pia, oh Mann, ganz ehrlich, Leute, es gibt nachher wieder Ärger in der WG. Ja. Musst du nie wieder dazwischen gehen. Schlichten. Auf welcher Straßenseite fährt man in Neuseeland? Links, in der Mitte oder rechts? Hauptsache drei Antwortmöglichkeiten oder was? Pia fährt in der Mitte. Neulich nach Braunschweig sind in der Mitte gefahren. Aus Gründen. Also, in Australien fährst du links. Dann wäre es ja naheliegend, dass du es in Neuseeland auch machst. Egal, ob du drückst oder nicht. Das ist ja was Englisches. Das kommt ja dass es eine englische Kolonie ist. Kolonien. Aber da leben auch sehr viele Holländer, habe ich gelernt. Also es waren sehr viele Wohnwagen da rum. Ich frage mal, auf welcher Seite die fahren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die auch links fahren. Aber drück mal und sag mal was. Soll ich jetzt? Ich lass einfach mal wirken. Mitte. Mitte. Da habe ich die 50. Ja. Links. Richtig. Ja! Oh, gut. Ist das 3:1? Mitte. Also habe ich noch eine Chance? Ja, klar. Wir haben insgesamt 11 Fragen. Wir sind bei Frage 6.
Oh, wow. Ja, okay. Alles ist noch drin. Eine neuseeländische Spezialität ist Schafseintopf, Bluffaustern, Omelette aus Fischeiern. Klingt nach Dschungelcamp. Wow. Ich glaube, ich habe bei Galileo mal schon mal irgendwas von so einem Schafseintopf, wo sie den Schafkopf quasi so lange mit einkochen. Ich könnte jetzt aber auch Gerüchte verteilen. Naja, also... Oder Gerichte. Oh. Okay, der war nicht so schlecht. Oh, krass, ey. Also Omelette... Nee, Omelette wäre zu langweilig. Ja, ich ein bisschen mehr zu. Eine Alternative 2 war mit Austern, ne? Mhm. Nee. Ich drücke einfach mal, ich sag jetzt Alternative A, dieser Schafseintopf. Leider nicht. Gut. Toll, dass ich wieder eine 50-50-Chance habe. Den hat Jumbo Schreiner nicht getestet bei Galileo. Nur die XXL-Burger. Ja, das war kein Glück, ne? Liegt ja am Meer. Ah, ist beides Fisch. Ich sage B, das mit den Austern. Die Bluff-Austern. Hm. Ist richtig. Wie kann man so viel Glück haben? Ja. Aber trotzdem ist immer noch alles drin. Immer noch ist alles drin. Es steht jetzt tatsächlich 4-1, ne? Ja, ich glaube, ja. Nee, aber wir haben eine Frage ja beide falsch gehabt. Ah, okay. Stimmt. Ich habe immer noch Entschuldigung, kann immer jemand was zu essen bringen? Austern. Austern. Schafseintopf. Bei welchem deutschen Club spielt eine aktuelle neuseeländische Nationalspielerin? A. Bei Werder Bremen. B. Bei Arminia Bielefeld. C. Bei Bayer Leverkusen. Ich dachte, jetzt kommt Duisburg, weil bei Duisburg haben meine gespielt. Und ich habe bei Werder mal mit einer zusammengespielt. Mit Betsy Hessett, aber die spielt nicht mehr dort. Leverkusen oder? Boah, Bielefeld ist aber. Also, wenn Regional- man in Neuseeland wohnt, wieso? Gehst du für die Regionalliga nach Deutschland? Ja, die spielt eine Freundin von mir. In Bielefeld? Mhm. Die Hausi. Ich überlege gerade Leverkusen. Rieke ist es nicht. Rieke Rebull. Rieke Rebull. Haben die in Neuseeland? Was war das erste? Ah, Werder. Nee. Werder. Das müsstest du jetzt wissen. Nee, wenn du also das nicht weißt. Nee, Werder schließt sich komplett aus. Gut. Es sei denn, die haben uns gerade jemanden verpflichtet. Aktuelle Transfer-News hier nochmal. Deadline Day heute. Ja. Boah. Den muss ja dann auch. Die hat eine Philippine nämlich zuletzt. Boah, krass. Ist ja 50-50 Chance, ne? Hast du gut berechnet. Also Bielefeld oder Leverkusen, nach deiner Berechnung. Das ist Stress. Bielefeld. Richtig. Ja! Und zwar Jana Radosavljevic. Ah, die hat in der Bundesliga auch mal gespielt. Bei Bremen. Echt? Ich glaube. Ah, gerade habe ich mit ihr zusammen gespielt. Nee, ich glaube, da warst du schon recht. Okay. Seit wann ist denn Bremen so international? Schon immer. Was? Als Betsy da war, unser Trainer damals, Steffen Rau, konnte nicht so gut Englisch. Ist er beim Training zu hören? Do you have muscle cat? Auch von dir kommen können. Muscle cat. Ja. Wow. Also, 5-1, das Unentschieden ist aber noch drin. Ja, toll, du bist positiv, super. Gut. Edmund Hillary, gebürtiger Neuseeländer, ist berühmt für A. Erfindung des Thermomix, B. Erstbesteigung des Mount Everest, C. Überquerung des Pazifiks mit einem Schlauchboot. Thermomix haben wir nicht. Mit dem Schlauchboot über den Pazifik. Gut, ist halt die Frage. Warum Andi sich so? Könnte ja auch sein, dass er zu einer der 700 Inseln mit seinem Schlauchboot ist. Dann ist es ja jetzt ein Katzensprung für das Schlauchboot. Vielleicht. Thermomix. Und die sind schon alle sehr innovativ und hip da drüben auf der anderen Seite. Deswegen könnte ein Thermomix gar nicht so verkehrt sein. Und was war das, der erste, der auf dem Mount Everest? Genau, B, Erstbesteigung des Mount Everest. Nee. Das wäre mir im Gedächtnis geblieben, dass das Neuseeländer war. Außerdem, bei denen ist es immer so warm. Warum sollen die denn? Na gut, die haben auch Schnee. Und Berge. Ich muss ja jetzt mal ins Risiko gehen. Du. Auch wenn ich immer drücke und es ist falsch. Thermomix. Nein. Oh. Okay, habe ich mal wieder meine 50-50-Chance. Macht's aber auch schlau hier.
Ja, wobei eben habe ich hier gerade Bielefeld, ja. Muss ich sagen. Du hast jetzt die Wahl zwischen Schlauchboot und Mount Everest. Ja. Und das Argument mit den 700 Inseln war schon nicht schlecht. Ja, aber irgendwie, ich habe im Gefühl, dass es der Mount Everest ist. Und das Gefühl ist richtig. Das ist das 6-1. Ich hab Angst. Das gibt Ärger in der WG. Ja, Felix, kommst du mit nach Hause zu uns später? Ich hab Angst. Wir spielen aber noch zu Ende, ne? Drei Fragen haben wir noch. Wieso nehmen wir eigentlich Neuseeland? Naja, weil da die EM stattfindet. Das ja, wird ja aber die springt ja auch in Australien. Das haben die anderen beiden gemacht. Ja. Danke, danke. Bei wem muss ich mich bedanken? Andi. Oh, super, danke. In welchem Alter begann Laura Decker? 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 Decker. Muss man ein bisschen so. Laura Decker. Ihre Solo-Weltumsegelung mit 15, 16 oder 17? 15. Jawohl, da ist der Punkt. Super, Letty. Klasse. Oh. Ich gehe. Tschüss. Mach alleine weiter. Ich bin pumpig. Ich verliere. Mach alleine weiter. Guck mal, wie das hier geht alleine. Leben und Leben lassen. Frage Nummer 10. Welches Naturwunder gibt es in Neuseeland zu bestaunen? A. Glühwürmchenhöhle. B. Great Barrier Reef. C. Halongbucht. 50-50, ne? Koralle. Great Barrier Reef. Aber ich weiß ja nicht, ob das auch zu Neuseeland ist. Ja, ja, es gibt in Australien. Das kann auch sein. Das Teil in Neuseeland. Wieso beraten wir uns eigentlich? Das war dir schon die ganze Fragen. Zeit. Was war denn A? A war Glühwürmchenhöhle. B. Great Barrier Reef. C. Halongbucht. Ich glaube, dass ich meinen Roman gelesen habe. Halongbucht. Nee, ich glaube das andere. Halongbucht ist leider falsch. Ich wollte nämlich gerade erzählen, aber du hast mich nicht ausreden lassen, dass ich einen Roman gelesen habe. Ja, erzähl weiter. Und ich meine, dass es da drin unter anderem auch um Glühwürmchen ging. Das ist, ja. Ich lese ja keine Romane. Ja. Richtig. Aber hättest du mir gerade zugehört, hättest du schnell drücken können. Nee. Du wärst ja eh dran gewesen. Kommen wir zur letzten Frage. Machen wir. Die hat schlechte Laune jetzt. Ja, ich merke das. Deswegen schnell rumbringen, schnell rumbringen. Soll ich mal. Ich bin vom TÜV. Boah. Das wird nicht besser. Welche berühmte Buchverfilmung wurde in Neuseeland gedreht? Oh. Die Bibel. Ja, das ist komplett Game of Thrones. Oder Der Herr der Ringe. Die Bibel? Ja, ist ein Hunderteiler. Ein Hunderteiler. Herr der Ringe könnte. Es könnte alles irgendwo England gewesen sein. Eins von beiden ist, glaube ich, in Schottland gedreht worden. Aber ich weiß nicht, ob es unter anderem. Kann man das nicht irgendwo besichtigen? Ich glaube, das war sogar in Schottland. Möchtest du den letzten Punkt holen? Nee, ich drücke hier gar nichts mehr. Okay. Oh. Ich würde Herr der Ringe dann sagen. Das ist richtig. Ach. Das ist richtig. Ich würde mal 50-50. Oh, das ist richtig. Super. Kann ich gehen? Ist fertig? Sind wir fertig? Ja. Ich habe nicht wirklich keinen Bock mehr. Kannst du mir bitte gratulieren? Entschuldigung. Vielen Dank. Danke fürs Mitmachen.